scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Weil das ist ein Berater mit Herz und Verstand. Ich kenne Viktor auch seit sehr langer Zeit. Er kommt aus dem gleichen Leben wie ich. Das heißt, er ist auch ehemaliger Informatiker in seinem ersten Leben. Also, er kennt also alle herausfordernden und schwierigen Projektsituationen in diesem Alltag. Und er kennt auch alle Herausforderungen, die darauf zukommen. Und er hat sie gelernt, in dieser Zeit zu meistern. Und hat mit der Zeit sich beschäftigt mit unterschiedlichen Methoden von Persönlichkeitstransformation. Er hat da Techniken dabei auch gelernt. Und er ist ein Mensch, der mit Gelassenheit und Vertrauen die Menschen gelernt hat, wahrzunehmen und auch in ihren Alltag zu führen, zu erleben und mit denen weiterzugehen. Heute meint er, dass Entscheidungen auch leicht gemacht werden können. Wir befinden uns nämlich täglich in verschiedenen Situationen, in denen wir Entscheidungen treffen. Das haben wir gehört. Manche sind sie bewusst, manche unbewusst, manche leicht, manche nicht so leicht. Aber mal sehen, was Viktor dazu sagt. Viktor, die Bühne ist dein. Super. Lieben Dank, lieber Ovi, für diese tolle Einführung. Ja, wir kennen uns in diesem Kontext auch als ITler und auch neben IT auch, dass das Leben viel größer ist als nur IT, sondern das Leben ist da, um gelebt zu werden. Und das ist auch meine Erkenntnis gewesen 2013, wo ich auch meine Checkliste gemacht hatte. Und ich hatte auch gemeint, ich muss alles nach dem Checklistenprinzip erreichen, habe ich auch erreicht. Mit dem Ergebnis, dass ich sehr gefrustet war. Ich war unzufrieden, obwohl ich eigentlich zu dem Zeitpunkt alles erreichen konnte und was ich mir vorgenommen hatte als High-Performer. Ich sag mal so typisch in einer Vorphase einer Überarbeitungs, wenn alles nicht perfekt war, war ich unzufrieden, sehr schnell, das heißt so sehr stark im Kopf, das auch im Umsetzen. Aber was gefehlt hat oder was darunter gelitten hat, war mein Körpergefühl oder einfach dieser Intuition, dieser intrinsischen Gefühl auch nachzugehen. Das heißt auch, sich die Sachen schön einreden, das war, ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war oder eher unbewusst. Also, und das war das Jahr, wo ich mich dann auch bewusst entschieden hatte, meine Bucketlist, also die andere Checkliste, die ich für irgendwann später mir geplant hatte, abzuarbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist das Jahr, wo ich jetzt alles, was ich mir vorgenommen hatte, auch angehen wollte und angegangen bin. Mit der wunderbaren Erfahrung, dass die Mutter von einem meinem Brieffreund aus der Schweiz als Kraniosakraltherapeutin auf Zypern, also wo dieser tolle Hintergrund ist, bei der Venusinsel, Venusfels auf der Insel, ein wunderbares Seminar angeboten hatte. Und ich habe gesagt, so, ich verbinde Urlaub mit einem Seminar, wusste gar nicht, was die Kraniosakraltherapie bedeutet. Ich wollte einfach nur die Insel besuchen, weil die Einladung stand schon während meiner Studienzeit, also irgendwie schon seit 7, 8 Jahren, also weil ich war schon berufstätig. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt nehme ich die Zeit. Ich hatte auch das Geld, beides und da zu sein. Und das ist genau das, der Punkt gewesen, was so als helfende Hand des Schicksals da scheint, das anzunehmen und sagen, so, ich habe die Möglichkeit jetzt eine Körpertherapie kennenzulernen, das heißt wahrzunehmen, was in mir, in meinem Körper passiert.
Und sehr spannend war die Erfahrung, dass ich am Meer war. Ich hatte realisiert, dass ich zwei, drei Jahre davor gar keinen richtigen Urlaub gemacht hatte. Ich war endlich da am Meer. Ich konnte entspannen und ich habe nur bemerkt, wie ich dann plötzlich tief ausschlafen konnte. Das war eine oder die beste Entscheidung meines Lebens oder eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt was machen, was immer da war. Das heißt, diesem Gefühl nachgehen. Und wir sprechen immer von einem Bauchgefühl. Und warum ist das dieses Bauchgefühl da? Es ist sehr spannend, weil dieses Bauchgefühl auch rein körperlich, physiologisch bezieht sich auf unser Nervengeflecht, weil das in dem Bauch, also unter unser Solarplexus ist, also in dem Bauch, also Nabelbereich ist. Das heißt, da sind sehr viele Nerven zusammenkommen und unbewusst, das heißt, oder unterbewusst, das heißt, wenn wir was wahrnehmen, was unser Kopf noch nicht versteht, wir spüren im Körper eine Anspannung. Und wenn diese Anspannung im Körper da ist, dann ist das so ein Innehalten und unser Körper bereitet sich vor aufgrund dieser ungewissen Situation und unser Bauch. Das ist einfach ein Reflex, spannt sich an. Und das ist so der Hintergrund, der physiologische Hintergrund, weshalb es heißt, also in unserem limbischen System, achte auf dein Bauchgefühl. Also das ist die Erklärung, weshalb, was in unserem Körper passiert. Und wenn wir entspannt sind, wir haben ein gutes Gefühl, ein Vertrauen, ein Urvertrauen, ein Gottvertrauen vielleicht. Dieses Gottvertrauen ist einfach da und wir können entspannt sein. Das heißt, die ganzen Prozesse, die im Körper sind, die laufen, ohne dass der Kopf sie organisieren muss und dass der Körper sie steuern muss. Und ich bin heute am Flughafen, weil ich fliege nach Rumänien. Mein Vater hat Geburtstag. Und es war die Entscheidung davor, soll ich absagen, soll ich teilnehmen heute Abend? Ich habe gesagt, ja, es passt zeitlich. Und sehr spannend war für mich, anzukommen und zu bemerken, es war alles blockiert. Ich habe gedacht, es ist Streik. Ich habe eine Person gefragt, es waren vielleicht so 50 Personen, die gewartet haben. Sie konnten nicht in den Check-in-Bereich ankommen. Und war auch Polizei. Und dann hieß es ja Streik oder so, man weiß nicht genau. Dann habe ich die zweite Person gefragt, hieß es, nee, es ist kein Streik, aber es ist erstmal gesperrt. Und meine Entscheidung war ganz bewusst, ich hatte ein Bedürfnis nach Klarheit. Also, wie lange dauert das? Was ist die Situation? Und ich bin ganz vorne, ich habe mich nach vorne gedrängt. Ich habe dann Polizisten, den Beamten gefragt, was ist die Situation? Dann hat er mir gesagt, tatsächlich ein Koffer ist da, herrenlos, frauenlos, der ganze Areal ist gesperrt, also man möchte das untersuchen und wusste auch nicht, wie lange das dauert. Dann habe ich gefragt, weil ich möchte ans Ziel kommen, ich möchte einchecken, ich möchte hier teilnehmen. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit, man muss die Außentreppe hochgehen und über den Seitenbereich, man kann schon reinkommen. Und plötzlich, ich habe mich bedankt und ich habe mich auf den Weg gemacht und plötzlich ist die ganze Schlange nachgelaufen oder mitgegangen. Und ich fand für mich oder für die Situation sehr erleichternd auch mein Impuls nach dieser Klarheit oder nach einer Lösung. Weil ich glaube, sehr oft sind wir in Situationen, wo wir nicht wissen, wird darüber entschieden oder können wir selbst was entscheiden. Und egal, auch wenn wir manchmal mit dem Rücken an die Wand sind oder scheinbar keine Lösung haben, es gibt immer eine Option, immer eine Alternative. Und wie Jean-Marie gesagt hat, es gibt Optionen. Optionen sind da, weil sie optional sind. Also es ist nicht zwingend, aber es ist wirklich, auch genau den Wunsch nachzugehen oder zu spüren, was ist tatsächlich, was ich will und sich bewusst dann entscheiden, richtig, es gibt ein Risiko, aber manchmal ignoriert man so ein Risiko
was die Folgen sein könnten oder die Konsequenzen. Man hat ein starkes Motiv. Und was uns manchmal, was ich auch beobachtet hatte, uns zurückhält, ist, dass wir manchmal zu viel überlegen an den Folgen oder an den Konsequenzen, weil hinter jeder Entscheidung selbstverständlich steckt auch was dahinter. Also es ist so wie ein Entscheidungsraum. Man kennt das auch aus der Informatik, aus dem Petri-Netz. Das heißt, wenn man von A nach B kommt oder von B nach C oder nach D, es sind andere Zustände. Und wir sind dessen auch bewusst. Und das Interessante ist, wenn der Kopf zu viel Sicherheit braucht, er möchte schon jetzt wissen, was in Zustand D, F oder G ist, aber macht den ersten Schritt von A nach B noch nicht. Und wenn wir dessen bewusst sind, damit umzugehen und die Entscheidungen leichter machen, ist interessant, nach welchen Strategie wir diese Entscheidungen treffen und in welchen Bereich. Weil manchmal läuft es ganz schnell, banale Entscheidungen. Wir wissen, was wir kaufen, wir wissen, was wir uns wünschen. Aber manchmal Lebensentscheidungen, worum es wirklich was geht, wo ist Geld, wo ist Zeit, was die Essenz, was Essentielles für uns oder was Wichtiges, was Kostbares für uns auf der Waage steht. Klar, das ist uns nicht egal. Und wir schauen, was wir einbringen und wir möchten das auch zu einem Erfolg bringen. Und das ist wirklich eine Liebeserklärung für uns und das, was da ist, weil dadurch, das ist genau die Wertschätzung. Und was ich entdeckt habe, umso mehr, also wir können diese, also man sagt auch, nimm dich wichtig, aber nicht so ernst. Das sage ich mir auch mittlerweile öfters oder immer wieder. Das heißt auch mehr Neugierde, mehr Forschungsgeist, mehr Vertrauen, mehr Freiheit, sich zugestehen und zu erlauben und sagen, ja, richtig, jede Entscheidung kann auch Konsequenzen haben, aber wenn ich einen kleinen Schritt mache, wenn ich meine Komfortzone, wenn ich nicht rausspringe, aber ich erweitere sie, ich schaue rein, ich bin neugierig. Und manchmal sage ich, wenn das Gefühl da ist, sage ich, ja, das mache ich. Oder manchmal sage ich, ich schlafe eine Nacht darüber. Aber wichtig ist zu verstehen, ich habe ein Sicherheitsbedürfnis, das ist da, wir brauchen diese Sicherheit. Und versus ein Vertrauen oder ein Urvertrauen. Und indem ich spielerisch damit umgehe, indem ich leichter damit umgehe oder auch dieses Vertrauen, dass ich auch meine Entscheidung revidieren kann oder trotzdem bereit bin, dieses Risiko zu gehen, das macht es viel leichter. Also spielerisch, leichter und wirklich im Körper spüren, wahrnehmen, wie es sich anfühlt und wirklich sich selbst vertrauen. Und das ist meine Erfahrung, sich wirklich seinen eigenen Entscheidungen vertrauen und dazustehen. Weil genau das ist, war mein Gefühl bei der Wahrnehmung, was soll ich wahrnehmen? Wie fühlt sich das an? Und das heißt, es ist, was es ist. Und wir arbeiten nun mit dem, was es ist. Und vor 2 Tagen habe ich einen sehr schönen Sinnbild und damit möchte ich auch beenden, wo es heißt, wenn man von einem Dorf zum nächsten abends oder nachts läuft, ich brauche nicht die gesamte Strecke beleuchtet zu haben. Ich brauche nur eine Taschenlampe, damit ich die nächsten 2, 3 Meter vor mir sehen kann. Und mit diesem Vertrauen, dass ich in meinem Umfeld die nächsten Schritte gut bewältigen kann, das ist die Strategie der kleinen Schritte, kleinen, aber sicheren Schritte und der richtigen oder allen Entscheidungen, da kann man sicher sein, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich bleibe, weil mein Ziel ist es auch zu erlangen. Und wenn was ist, dann nehme ich ein anderes Mal, dann kenne ich den falschen Weg und das nächste Mal finde ich auf jeden Fall den nächsten richtigen Weg. Denn alle Wege führen bekannterweise nach Rom. Vielen Dank, Viktor Zenter, und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Ja, das ist.
put down that magazine. You read it so obsessively, you can't see clear anymore.